Heinz Fuchswiller, das Spiel hat sensationell angefangen und nachher der erwartete Verlauf genommen. Wie ist es aus Ihrer Sicht gegangen? Ja, also wir haben wirklich super begonnen. Aber ich sagte ja, die fatalen 10 Minuten, was da werden, wo wir die 4 Tore gekriegt haben, die tun eigentlich extrem weh. Wir haben uns dann wieder gefangen, haben eigentlich dann doch ein gutes Spiel gemacht. Aber eben gerade die Phase, wenn wir die rausschneiden hätten können, dann wäre mit dem Spiel schon zufrieden. Ende von der EM-Qualifikation, Zeit zum einen Blick zurückzuwerfen. Was kann man zu dieser ganzen Kampagne mit solchen Spielen sagen? Ja, ich glaube, wir waren, wenn man ganz ehrlich ist, nicht konkurrenzfähig in der Quali. Also wir waren doch ein Stück weg von einem Punkteerfolg, aber das war bedingt, dass wir so extrem junge Mannschaft haben, dass wir physisch einfach noch nicht so weit sind. Aber die Mannschaft, also da fallen nur 3 Spieler oder 4 Spieler fallen raus bei der nächsten Quali. Alle anderen sind noch berechtigt zu spielen und für die nächste Qualifikation schaut es dann sicher besser aus. Was ist das Ziel von der U21 vom Liechtenstein? Also ganz klar sehen wir uns als Ausbildungsstätte für das A-Team. Also wir versuchen einfach Spieler zu produzieren, Spielern, die ambitioniert und hungrig sind, einfach eine Plattform zu geben, eine internationale, und mit solchen Spielen lernen die jungen Spieler extrem viel, und das ist eigentlich unsere Aufgabe, ich sage, weil sie sollten dann im A-Team dann die Erfolge feiern können. Musik